Vision Expo East 2024, New York. Die diesjährige Vision Expo kehrt ein letztes Mal nach New York zurück und das ist ein Ereignis, dem man seine Aufmerksamkeit schenken sollte. Diese Messe ist ein Hotspot für alles rund um die Augenpflege, ausgenommen Kosmetik, und findet zweimal jährlich in den USA statt. Einmal im Westen in Las Vegas und einmal an der Ostküste. Nach fast 40 Jahren ist es nun das letzte Mal, dass sie im Jacob Javits Convention Center inmitten von Manhattan stattfindet. Grund hierfür sind die steigenden Kosten für Aussteller und Besucher. Trotz dieser Herausforderung präsentieren über 450 Aussteller die neuesten Entwicklungen in der Augenheilkunde und Augenoptik, einschließlich Brillen und Mode, auf der Messe. Die rund 16.000 Fachbesucher haben die Möglichkeit, Trends in der Augenoptik zu entdecken, mit neuen Technologien in Interaktion zu treten und innovative Produkte und Dienstleistungen kennenzulernen. Die Vision Expo East war schon immer ein optisches Wunderland und ein Schaufenster des nordamerikanischen Optikmarktes. Aufgrund der Pandemie und der gestiegenen Kosten wurde die Ausstellungsfläche auf die Hauptebene des Messezentrums reduziert. Dennoch stehen immer noch beeindruckende 14.000 Quadratmeter Nettoausstellungsfläche zur Verfügung. Ein bemerkenswertes deutsches Unternehmen auf der Messe ist Schneider Optical, ein global agierender Hersteller von Systemlösungen für Brillen und Präzisionsoptiken, die hier mit ihrer US-amerikanischen Niederlassung ausstellen. Sie präsentieren auf einem einladenden Messestand hochwertige Maschinen, innovative Technologien und vernetzte Lösungen. Neben Schneider Optical sind auch viele weitere deutsche Unternehmen vertreten, darunter Carl Zeiss. Das Angebot im Bereich Brillendesign ist vielfältig, von popkulturinspirierten Kreationen bis hin zu einer breiten Palette unverwechselbarer Marken, die elegante Mode und exklusive Boutique-Kollektionen umfassen. Besonders in New York sind viele unabhängige Designer und Künstler vertreten. Neben der Messefläche stehen auch rund 9000 Quadratmeter Fläche für etwa 200 Schulungen und Präsentationen zur Verfügung. Doch die Zahlen von der Vision Expo East in New York sind bereits Geschichte. Die Branche richtet nun ihren Blick auf Las Vegas, wo im September die Vision Expo West stattfinden wird. Und dann natürlich auf Orlando, wo die Vision Expo East ab Februar 2025 ihr neues Zuhause findet.